Hallo YouTube, und jetzt kommt zurück zu einem neuen kleinen Video von mir. Diesmal ein kleines Tutorial, einfach aus dem Grund, dass meine Maus hier nicht funktioniert. Ich hatte es unter dem letzten Overwatch, der am Dienstag kam, ja schon geschrieben. Meine Maus ist kaputt, und zwar hat meine Rocket Cone XDD einfach mal 7 Tage nach Garantieverlust, das heißt, sie ist jetzt 2 Jahre und 7 Tage alt, einfach mal überlegt, gehe ich einfach mal kaputt. Sie hat keinen Wackelkontakt, sie hat gar nichts, sie geht einfach nur ganz gerne mal aus und an und aus und an. Keine Ahnung, ich schätze mal, das ist von Rocket mit eingebaut, damit man sich auf jeden Fall eine neue Maus kauft, würde ich jetzt mal behaupten. Für mich war es das jetzt auch mit Rocket, das heißt, ich hatte mal eine Rocket-Tastatur, habe ich wieder abgegeben. Für mich war es das mit Rockets und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal eine SteelSeries Rivals bestellt. Das ist eine Maus, die relativ minimalistisch ist, sie hat keinen Laser, sondern einen optischen Sensor. Das heißt, bis 3200 dpi, da ich aber eh mit 400 spiele, ist es ganz gut. Und sollte mir die Maus gefallen, wird dazu natürlich auch ein vernünftiges Unboxing mit einem Test, einem Review und sonstiges folgen. Sollte mir sie nicht gefallen, werde ich es natürlich nicht machen. Was werde ich euch heute einfach zeigen? Ganz einfach, wie man seine Schriftart in CSGO ändert, das heißt sein HUD-Fonts, und wie man die Schriftfarbe der Gegenstände ändert, das heißt die Waffennamen in-game. So. Diese Seite werde ich euch in die Beschreibung reinpacken, da könnt ihr euch die verschiedenen Schriften aussuchen und man sieht schon, es sind sehr, sehr viele Schriften, die man sich hier raussuchen kann. Ich finde zwei Schriftarten am besten und das ist einmal die Counter-Strike 1.6, die alte Schriftart, die finde ich halt sehr, sehr geil und halt die Hemiet 426, die ich im Moment auch drin habe. Warum macht man das oder warum ändert man sein Interface? Es gibt einfach Menschen, die finden die Standardschrift scheiße, so wie ich zum Beispiel. Es gibt aber auch Menschen, die sich einfach satt sehen. Das heißt, man versucht natürlich mit Interface, mit HUDs und mit Overlays, versucht man das Spiel über die Dauer, die man es spielt, noch ein bisschen interessanter zu machen und es ein bisschen zu verändern. Und bei mir ist es irgendwann einfach der Fall gewesen, dass ich mich an der Schrift satt gesehen habe und sie dann gewechselt habe. Wie genau funktioniert das? Ihr klickt einfach auf die Schrift drauf, zack, er downloadet euch das. Jetzt sieht man auch schon, wie häufig dieses Video aufgenommen wurde, und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Mal, weil ich mich die ganze Zeit verspreche. Ihr nehmt dann einfach die Schriftart, kopiert die, also Rechtsklick, kopieren, ich habe das jetzt mit STGC gemacht, geht dann in euren Steam-Ordner und bei mir ist der natürlich auf meiner SSD, in meinem Programm-Ordner und dann sieht man hier schon ihr Steam. Ja, Delete. Das heißt, hier ist der Steam-Ordner. Ihr müsst das jetzt nicht in den Steam-Ordner reinkopieren, sondern es reicht, wenn ihr die Schrift einfach hier hinkopiert, in den Ordner, wo auch Steam ist. Dann drückt ihr Rechtsklick drauf und macht hier Entpacken und sagt dann Alle. Ich habe es natürlich schon gemacht, deswegen werde ich das jetzt nicht machen. Einfach Alle sagen und eure Schrift ist geändert. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie man das wieder zurückändert, falls man seine Standardschrift haben möchte. Das heißt, wenn man eine andere Schrift haben möchte, dann macht man einfach den gleichen Vorgang, den ich gerade gemacht habe, oder löscht das raus, macht eine andere Schrift rein, drückt Rechtsklick, hier Entpacken, alles übernehmen, dann hat man eine andere Schrift. Sollte man wirklich seine Standardschrift wieder haben wollen, drückt man Rechtsklick auf seinen Steam, in Steam of Counter-Strike, geht dann auf Properties, lokale Dateien und überprüft seinen Gamecatch-Ordner, seine Dateien, seine lokalen Dateien, und danach ist automatisch das Spiel wieder auf Originalzustand, das heißt auch Originalschriftart. Der downloadet die dann einfach wieder und dann hat sich das gegessen. So, das Hintergrund oder dieser Steam-Overlay hier an sich ist Metro for Steam, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da bekomme ich auch sehr, sehr viele Fragen zu. So, jetzt werden wir einfach mal in-game gehen und dann werdet ihr schon sehen, dass es einen riesen Unterschrift mit der Schrift an sich gibt. Zack, jetzt sind wir auch schon da. Das heißt, so sieht jetzt meine Schrift aus. Wer sich wundert, warum das so gestreckt aussieht, liegt gerade daran, dass ich noch meine ganz normalen Gaming-Einstellungen habe. Ansonsten versuche ich natürlich, oder ich mache es in den meisten Videos, dass ich dann umstelle auf 16:9 und Full HD. Jetzt gerade lasse ich es einfach mal so. Man sieht schon, die Schrift hat sich komplett geändert. Ich werde jetzt einfach mal kurz in-game gehen, um euch die Schrift in-game zu zeigen. Hier sieht man das auch, hat sich alles verändert. Und euch natürlich auch noch den letzten Befehl zu zeigen, den ich euch gerne geben möchte. So, please, lade, danke. Mein Gott, dauert das wieder lange. So, jetzt werde ich mir mal kurz ein bisschen Geld machen, damit ich euch das besser zeigen kann. Restart 1. Und jetzt sieht man ja schon, dass die Schrift unten hier an den Waffen immer noch in weiß ist. Weiße Schrift, weiße Schrift. Ich zeige euch jetzt, wie man das ändert, dass man zum Beispiel, wenn man verschiedene Waffen in der Hand hat, sei es jetzt so eine, sei es jetzt so eine, sei es jetzt so eine, sich das komplett verändert. Dafür müsst ihr einfach nur, natürlich auch in der Videobeschreibung, CL Loadout Color Weapon Names 1 machen. Sobald ihr das einstellt und die Waffe wechselt, sieht man schon, dass das dann in der gleichen Condition, das heißt in der gleichen Gegenstand, was auch immer,
ich glaube, was nennt man das? Lingdan-Gegenstand oder Red-Gegenstand oder sonst was, auch so dargestellt wird. Das heißt, die Supernova ist ein lila Gegenstand, der wird dann in der lila Schrift sein. Das Messer ist natürlich ein legendärer, ein roter Gegenstand, der ist dann in Rot. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier einen Camo-Skin nehme, ist der in Blau. Wenn ich meine AWP nehme, ist der natürlich in Pink. Hier zum Beispiel auch wieder in Rot. Das heißt, man verändert damit die Schriftfarbe. Ich habe es einfach mal gemacht, weil ich es interessanter finde und weil es mich nicht stört, wenn das jetzt so dargestellt wird und ich das eigentlich ganz schön finde. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen oder eine kleine Hilfe geben. Euer Maxo und jupp, ciao.